zurück zu einer neuen Folge GTA. Und zwar spielen wir heute einen neuen Modus, der dazu gepatcht wurde. Ganz neues Spiel, alles ja, Mann, komplett Alter, neu. Und zwar spielen wir Tron. Ja? Oh mein Gott, Lars, das ist erklär, so was Tron ultra ist. Cool. Also ihr müsst euch vorstellen, ja, es gibt nämlich so ein wunderschönes Spiel, was wir alle geliebt haben, was wir alle kennen, nämlich Slither.io. Man muss hier irgendwie versuchen, man kriegt hier, oh, man sieht es jetzt schon, so ein Schweif, so ein Lichtschweif. Und da muss man irgendwie versuchen. Oh Lars, so ich hab dich, oh, ich hab dich, Lars. Ah! Nein, ich bin runtergeflogen. Oh Mist, da muss hab man ich irgendwie nicht bekommen? Halt mit diesem Nein, muss man irgendwie oh, versuchen, Mist. Mit diesem Blitzschweif oder Lichtschweif, was es ist, muss man versuchen, den Gegnern irgendwie den Weg abzuschneiden oder sonstiges, ne? Und man darf nicht gegen Wände wirklich, fahren. Genau, man darf nicht versuchen, also man darf nicht irgendwie gegen diesen Schweif kommen. Genau, oder von den anderen. Genau, also genauso genau, wie bei Schweif. Sliver, falls ihr euch noch daran genau, erinnern genau, könnt. Genau. Glitzegleiches Prinzip. Oh, oh, oh. Oh nein, ich bin so dumm. Ich bin schon zweimal gestorben. Oh, ich bin oh. schon zweimal gestorben. Ich fahre hier die ganze Zeit nur rum, weil ich ein bisschen Angst habe, den anderen über den Weg zu laufen, Roman. Ich auch. Wo sind denn hier diese... Weil ihr müsst wissen, die Typen, gegen die wir jetzt oh gerade spielen, oh mein sind Gott. Richtig oh krank oh drauf. Nein. Bist du Alter, gestorben, Lars? Das ist sau schwer, ja, Mann, das ist richtig schwer. Man muss richtig konzentriert bleiben bei den ja, Jungs Mann, hier. Ja, man muss wirklich richtig krass hier aufpassen. Oh, yo, mich hat gerade ein kaputtes Motorrad hier getroffen, ey. Alter, oh, Vater, okay. Oh, da ist Roman sein Schweif. Ich glaube, der Beste. Roman, dein Schweiß. Oh, mein Schweiß. What the fuck? Oh, Mann, kann man das war kann man, so oh, unfair, kann man eigentlich was auch in seinen eigenen Schweiß fahren? In seinen eigenen Schweiß, Alter. Ich weiß es nicht, ob man in seinen eigenen Schweiß reinfahren kann. Aber, oh, nein, hört doch. Oh, das ist so unfair. Ich komme da nie. Oh. Wie krass der, die hier sind. Der Pinke hat mich schon 8-mal auseinandergenommen. Ey, die sind zu sau gut. Gut. Die sind richtig gut, ey. Die haben kein Leben. Die spielen Alter. Die ganze Zeit nur Sliver. Warte. Oh, bitte gib mir den Boost. So, ich muss jetzt mindestens in dieser Folge einen einzigen töten, Mann. Komm schon, den Pinken krieg ich. Das Zack ist so schwer. Leute, das sieht jetzt wirklich so easy aus, aber das ist so schwierig. Das hier. Ist wirklich schwierig, da zu überlegen, wie ja, man den anderen ausspielen muss, damit er in meine Dings reinfährt. Weißt du, du musst hier auch die Leute so einkesseln. Ja, genau, du musst hier irgendwie versuchen, so zu auszutricksen. Der Pinke hat mich jetzt schon 4-mal getötet, Lars. Neue Map, neues Glück. Und zwar ist das Deadline 4. Würde ich auch sagen, 4. Aber ich bin wieder Pink, Roman. Alter, ich leuchte jetzt, glaube ich, noch heftiger. Typen. Wie heißt der Oh typ? Mein Gott, das ist eine der Karte. Brainwalk. Das ist eine Karte, Lars, wo es sogar so Kreise gibt, wo du durchfahren kannst. Das heißt, Alter, du kannst ja, auch Loopings Mann, das machen. Ist so dingsmäßig. Alter, wie cool ist die Map denn bitte? Alter, Junge. Die Map ist mega Junge. Alter, Roman, das ist richtig, richtig gefährlich. Wow. Alter. Oh, wen habe ich denn da? Zack, Alter, den Blauen habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ich habe mich gerade einfach selbst gekillt, ja, Mann. Das zählt aber nicht als Kill, muss ich dir sagen, Lars. Okay. Also, oh, du darfst dich nicht selber töten. Ich werde gespawnt, da ist einfach schon so ein Schweif vor mir. Oh, oh. Oh yeah, Alter, diese... Jawoll! Aber mit diesen... Hey, nee, der hat Selbstmord begangen, kann lol. Man, aber man kann mit diesen Dingern kein Looping fahren, wusstest du das? Ah doch, ja? kann man! Pass auf, fahr da nicht rein, Roman. Wenn du da reinfährst, bist du tot. Du kannst sogar an der Wand fahren. Ja, aber mach's nicht. Tu's nicht. Doch. Ich möchte es unbedingt ausprobieren. Warte mal. Ich möchte mal kurz ein Wandfahr-Action-Dings machen, warte. Das heißt, ich gehe noch mal kurz in so ein Ding rein. Wow, Alter, die Dinger haften richtig krank. Oh, lol. Da kommt jemand. Oh, nein! Oh, nein! Lars, du hast mich richtig... Ja, du hast mich... Guck, das meine ich. Hast du mich auch getötet, oder was? Ja, deswegen nicht in dieses Ding fahren. Mega krank, das ey. Das ist saugefährlich. Mist. Alles klar. Warte, aber ich möchte super gern... Doch, in dem Ding fahren macht aber mega Spaß. Ja, Mann. Warte, jetzt möchte ich gerne an der Wand fahren. Oh, oh. Oh nein, ich hab's falsch gemacht. Mist. Warte, du musst auch wirklich langsamer werden, gell? Du musst dann runter vom Gas gehen. Du darfst nicht die ganze Zeit durchdrücken. Weil sobald du die ganze Zeit durchdrückst... Warte mal. Typ, oh nein, ich hab mich selber getötet! Hast du dich auch selber getötet beim Kreisfahren? Nein. Ja, hab ich schon. Oh Mann, das ist so dumm. Warte. Aber ich weiß, wo jemand ist. Der Pinke ist da drin. Du bist der Pinke, bin gell? Ich bin der Pinke. Alter, das war fett. Übelst abgefangen. Gut. Das war echt lustig. Warte, und jetzt an der Wand fahren. Ja, oh nee, hat nicht ganz geklappt. Aber irgendwie muss es doch klappen, oder? Guck mal, man fährt da nicht. an die Wand und oh, dann. Zeitlupe. Oh, yo, warte. Ich fahr an der Wand. Ah, nein, nicht ganz. Ich hab Zeitlupe deaktiviert. Aktiviert, meine ich. Aktiviert? Oh, warte mal. Oh, ich sehe da gerade jemanden, der in so ein Dings reingefahren ist. Nein. Ich hab eine Idee. Woo. Oh, Lars. Oh, geh da weg, Lars. Oh Gott, du hast eine Linie in diesem Ding liegen lassen. Die Map ist noch ein bisschen krasser, muss ich sagen. Oh, ja, Mann, die ist noch viel schwieriger. Alter, guck mal, wie der Typ hier abgeht. Oh, ja, ich hab ihn. Hast du ihn? Ja, Mann, mir fehlen noch 2 Kills. Oh, Lars, ich weiß, wo du reingefahren bist. Und jetzt musst du mit deinen Problemen... Bist du tot?
Du hast Selbstmord begangen. Alter. Ich war so selbstsicher. Ich war so selbstsicher. Ich habe so hart gedacht, dass ich das schaffe. Oh nein. Ja, sicher, Mann. Mann, das ist blöd, wenn man gespawnt wird und dann wird man sofort umkreist. Ja, Mann, das ist richtig schwierig, dann da rauszukommen. Oh, oh. Aber warte, der Typ... Hä, hast du schon mal gehupt? Drück mal E. Das hört sich richtig gruselig an. Oh, lol, der Blaue stirbt durch dich, Lars. Ah, nee, doch nicht. Alter, aber wie hat er denn so ein Glück? Das ist so dumm. Oh mein Gott, ich fang euch ab. Demnächst. Oh, wow, wuhu, abgefangen. Richtig warte. Krank. Und jetzt den Blauen. Richtig gut. Jetzt warte, den Blauen kriege ich nicht. Nee, den Blauen kriege ich nicht. Aber den Pinken da hinten, der da fährt, den kriege ich. Lars, richtig gut gemacht. Alter, nein. Komm, einen Kill brauche ich noch. Und lol, nee, doch nicht. Irgendwie fährt man nicht so geil hier so an den Wänden in diesem Tunnel, ne? Ja, Alter. Ich glaube, du musst es einfach nur können mit dem Fahren. Ja, ich glaube auch. Oh, lol. Weil irgendwie, das ist ja irgendwie, die Autos hier, die sind ja nicht auf Rädern, sondern das sind so elektromagnetische Schwingungen. Was? Hä, wie hab ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall krass. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, wenn man stirbt, dann werden einem, glaube ich, die Kills abgezogen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Oh Mann, wieso ist der Typ? Der ist auch saugut. Alter, Lars, aber du hast gerade die meisten Kills von uns allen. Du hast schon 3. Weil ich die ganze Zeit in dich reinfahre. Ja, Mann. Jetzt, warte, ich habe jetzt den Blauen geholt. Aber ich habe auch 3. Okay, Lars, jetzt geht's um die Wurst. Wer kriegt den letzten Kill? Warte, ich hab einen Boost bekommen. Ich wickel den Typen ein. Ich wickel euch beide ein. Oh! Ja, ich hab ihn bekommen. Oh mein Gott, Lars, ich hab 4 Kills. Oh nein, ich bin in dich reingefahren. Oh mein Gott, du hast jetzt 4 Kills. Ich hab auch 4 Kills. 2 Sekunden noch. Nee. Bin so voll random drüber gesprungen. Oh, sudden death. Oh mein Gott, Lars, jetzt geht's um die Dings. Jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's um das Leckerwürstchen. Lol, oh. Piept's bei dir auch? Ja, aber was ist das? Ich weiß es nicht. Ich bin gestorben. Hä, was ist das? Du hast gewonnen. Ich hab gewonnen, obwohl ich so richtig dumm. Wie viel Geld bekommen wir dafür? 16.000, Alter. Ich hab 8.000 bekommen. Übelst krass, man kriegt richtig viel Zeug hier. Ja, Junge. Hier ist, glaube ich, gerade Doppel-EP-Event. Alter, Lars hat einfach gewonnen, ey. Herzlichen Glückwunsch, Lars, du kleiner pinker Power Ranger. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal erleben darf, gell? Aber Leute, wir machen jetzt hier nochmal so ein richtig cooles Tron-Raceway-Ding ins Kirchen, was ich vorhin hier runtergeladen habe. Alter, was nimmst du für eine Farbe, Roman? Das ist übrigens nochmal ganz kurz zu sagen, das war das einzige Race, was derzeit zur Verfügung steht. Was es überhaupt gibt. Also wir sind Beta-Tester. Ey, ich frag mich gerade, wie ein Dings aussehen wird, wie ein schwarzes Motorrad von denen aussehen wird. Glaubst du, das wird auch leuchten? Keine Ahnung, ich habe jetzt rot genommen mal. Okay, ich werde einfach mal schwarz. Los, Red, ich bin Gaddy, ab geht's. Los. Easy peasy lemon squeezy. Alter, oh, Junge, nein. Wie cool das Rote aussieht. Mega cool. Alter, das Schwarze sieht voll langweilig aus, als aber nur ich schwarz. Ich sehe dich ja nicht, ich bin ein bisschen weiter hinten. Warte, jetzt siehst kann man. Guck, das ist einfach nur schwarz. Ja, aber voll langweilig. Aber das ist komplett schwarz, aber es hat schon ein bisschen Style. Und gib Gummi, Alter. Ich glaub, oh mein Gott, aber die sind schon schnell, ne? Und, ja, Alter, die nehmen die Kurven richtig gut schon mal. Ja, gemerkt? Aber so ganz anders, so ein sanftes, ne? Es ja, so gell, das ist kein. Die rutschen nicht, weißt du warum? Weil das nämlich elektromagnetische Dings Reifen sind. Weil die Räder sind, so wunderschön sind. Die kleben auf dem Boden, wenn du verstehst, was ich meine. Alter, die rutschen null, ne? Oh mein Gott, Lars. Ja, aber du kannst richtig die Kurven ziehen. Oh, man. Junge. Oh, Alter, die Kurve habe ich gut genommen. Oh nein, ich bin falsch gefahren. Oh nein. Bitte nicht. Oh Mann, jetzt muss ich übelst aufholen. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass du irgendwo dagegen knallst oder sowas. Ich bin auch überall dagegen gefahren gerade. Ja, Mann, ich bin gerade. So, perfekt, schön die Ideallinien nehmen. Wir haben jetzt 2 Runden. Oh, du bist ganz nah bei mir. Ja, Mann, wir haben 2 Runden. Oh man, was für ganz nah bei dir, Junge? Du bist schon 2 Kurven weiter als ich. Ich muss noch voll die guten Kurven hier fahren, um dich einzuholen. Aber die Kurven, du kannst eigentlich echt, du musst gar nicht runter vom Gas gehen. Gell? Ja, du kannst ich, einfach so die Kurven ich drück perfekt die ganze ziehen. Zeit nur aufs Gas. Ja, aber du kannst die Kurven perfekt ziehen. Oh, okay, Alter, das war jetzt ein bisschen bleiben. Dumm. Ich sag so, die kannst du perfekt ziehen und verfolgen die Wand. Ja, du bist gegen die Wand gefahren, Supi.
Oh, da muss ich das Gas jetzt gerade im Kurs loslassen. Links, oh lol, du bist links, voll weit. Links, oh, ich glaube, du fährst jetzt gleich an mir vorbei. Ich bin jetzt, oh ja, Roman, da fährst du. Oh mein Gott. Warte. Alter, aber das ist schon eine coole Idee. Wie haben die das eigentlich gemacht, dass hier so die Map auch mit diesen komischen Vierecken, also mit diesen kleinen Rechtecken, auf dem Boden, mit den Quadraten und so, ja, auch an der Wand und so. Weiß nicht, das sind, glaube ich, so Sachen, die man beim neuen Patch dazu bekommt, um schönere Böden machen zu können, verstehst du? Echt? Ja, ich glaube schon. Also das sind so. Wollen wir auch mal eine Map bauen? Ey, yo, ey, lass mal in einem Livestream vielleicht mal eine Map bauen oder so. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schwer. Und dann können wir eigentlich mit allen Zuschauern können wir eigentlich mal zusammen so eine Map zocken, oder nicht? Die Leute können ja theoretischerweise mal in die Kommentare schreiben, wie die das so Dings, ne? Genau. Wie das funktioniert. Oh, yo, ich bin richtig dumm gefahren. Oh mein Gott, Lars, du erlaubst dir gerade keine Fehler, kann es sein? Nee, Mann, gar nicht. Oh mein Gott, ey, ist das nämlich gerade richtig schwer. Ich hab mir gerade einen Patzer gegönnt. Warte, oh. Wo bist du denn, junge Dame? Ich fahre. Alter, Lars, du bist ganz gut, ey. Warte, wo bist denn du? Ich glaube, ich hab dich. Ach, da bist du. Ja, oh mein Gott. Ich hab dich schon ein bisschen eingeholt. Ich hab dich ein bisschen eingeholt. Ganz gut. Da habe ich gerade eine gute Kurve genommen. Oh mein Gott, Lars, bitte. Oh, lol. Ich hab dich schon ein bisschen eingeholt. Ein bisschen. Oh nein. Ich drück durch. Oh nein, da kommt diese dumme Wand. Oh nein. Jetzt kommen die letzten paar Kurven. Oh, Lars. Oh mein Gott, das ist so knapp. Jetzt geht's um die letzte Kurve. Oh mein Gott. Ganz ruhig bleiben. Komm, Roman, nimm die Kurve sanft. Nee. Oh nein! Oh. Warte, jetzt muss ich den Windschatten nutzen. Oh mein Gott, nutzen. Du bist so knapp, du bist den so knapp. Den Windschatten! Du bist so knapp, du bist so knapp. Oh Mist! Alter, das war ein richtig Aber richtig Ding. Gutes Rennen, richtig Alter. Richtig knappes Ding. Ey, okay. Weißt du was, Lars? Ich kaufe mir das Ding jetzt einfach in der echten Welt, Alter. Wollen wir mal gucken, wie das bei Tageslicht aussieht? Hey, ja, lass mal gucken. Bis gleich. Die Leute, die jetzt auch dieses GTA-Update haben und sich fragen, wo das Motorrad zu kaufen ist, bei wo mir gibt ist es denn zu kaufen? Bei mir ist es jetzt gerade bei Legendary Motorsports drin, aber wenn man hier das erste Mal sich einloggt, dann ist es noch gar nicht da. Man muss nämlich den Spielmodus spielen, den wir gerade eben gespielt haben, um dieses Motorrad Ach zu bekommen. So. Ja, genau, das hast du ansonsten nicht freigeschaltet. Falls du auch mal in dein Internet gehen willst, Lars, kannst du auch mal gucken. So, und jetzt frage ich mich halt eben, welche Farbe soll ich mir nehmen? Soll ich blau nehmen? Soll ich pink nehmen? Schwarz, gelb, orange, weiß? Welches soll ich nehmen? Also ich finde pink und grün finde ich am besten, ehrlich gesagt. Ja, komm, nehmen wir pink, oder? Alles in pink, easy. Und dann schmeißen wir uns hier wahrscheinlich irgendwie mal kurz, was möchte ich mir denn wegschmeißen? Ich glaube, ich schmeiße den LG RH8 einfach weg, brauche ich glaube ich nicht. Wie viele Autos hast du denn, Mann? Ich habe zwei Garagen, also zwei riesige Garagen, alles voll mit Autos. Alles voll. Oh Mann. Ich weiß halt nicht, wie lange es da. Doch, es ist da. Penthouse. Komm raus, bitte, komm her, zeig her. Warte, ich muss reinlaufen. Du kannst mit reinkommen. Pass auf. Ja, du kannst nämlich gleich bei mir klingeln und dann kann ich dich reinlassen. Warte. Open the door, please, open the door. Oh mein Gott, da ist es, lol. Okay, pass auf, du musst jetzt bei mir klingeln. Klingel mal kurz bei mir. An der Tür kannst du das machen, wenn du in dieses blaue Ding hingehst. Lol, ist das lustig. Das sieht so, oh mein Gott, das sieht so billig aus. Das sieht aus wie Plastik. Klingel bei Evzel HD. Warte. Jemand klingelt an deiner. Geh zur Garagentür und sieh nach. Okay. Lass oder so reinlassen. So, jetzt bist du drin. Guck mal, Lars. Alter, Junge. Warte, ich setz mich kurz drauf. Jetzt einfach. Ich will auch drauf. Warte, kannst du dich draufsetzen? Nee, ich glaube nicht. Kannst du nicht? Wieso setze ich mich? Warte mal, warum? Wieso laufe ich hier hin? Lol, warte mal. Oh, Garage mit Fahrzeug verlassen, wenn du die Garage. Okay, los. Lars, bist du jetzt auch rausgeflogen? Nein. Nein? Jetzt, ich gehe gerade von selbst raus. Lol, da ist es. Ich hab's. Guck's dir an, Mann. Oh mein Gott, Alter, das sieht so komisch aus. Da kann man, glaube ich, nur alleine drauf sitzen. Alter, kannst du nicht hinten drauf? Komm, nee, Mann, versuch mal drauf. Nicht. Das geht nicht. Woohoo! Ich kann dir nur zugucken. Okay, lass mal einen Test machen. Ich habe eine Idee. Warte, kann man die Reifen eigentlich kaputt schießen? Ja, genau. Probier mal aus. Schieß mir mal in den Reifen. Funktioniert's? Nein, Mann. Es funktioniert nicht. Die gehen durch die Schüsse, gell? Ja, wie cool, Alter. Pass auf, nimm mal ein Auto und nimm mal den R8, ja? Ja. Und wir versuchen, was ist schneller? Das Motorrad, was ich habe, oder der R8? Ja. Das ist, glaube ich, ganz interessant. Warte, und jetzt nochmal. Alter, wie viel hast du dafür jetzt bezahlt? 2,2 Millionen. Warte, ich dreh mich mal ein bisschen. Okay, easy peasy. Komm, in die Richtung. Okay, auf 3. Bist du ready? Warte, eins, noch ein bisschen. 2. Warte, du hast Gegenverkehr. 1, 2, 3. Los. Alter. Meiner tut Junge, voll langsam hochschalten. Das Motorrad geht übelst ab, ey. Aber hey, Du zackst auch so richtig rum, Mann. Das sieht voll cool aus. Oh, echt, Alter, jetzt? Bist du schnell, Junge. Übelst schnell das Ding, gell? Alter. Gibst du Vollgas? Ja. Hey, das Auto. Hey, weißt du, was das auch macht? Das hebt gar nicht ab, das Ding. Du kannst so schnell wie möglich auf einen Berg hochfahren. Das hebt nicht ab. Das klebt am Boden fest.
Ja, man sieht auch, dass cool. du ziehst richtig damit. Das sieht richtig gut aus. Ah! Oh, lol, ich kann auch übel schnell anhalten. Warte mal, ich möchte unbedingt mal kurz tunen gehen. Ich würde es gerne mal im Dunkeln sehen. Warte. Okay, mal gucken. Ich fahre mal kurz rein und mal schauen, was wir da machen können. So. Nagasaki Shotarao heißt dieses Motorrad übrigens, falls du dich fragst, Lars. Hä? So. Fahrzeug reparieren. Alter, hier kann man gar nicht mal so wenig machen. Bessere Panzerung. Das ist, glaube ich, sogar das einzige Motorrad im Spiel, was man tunen kann. Ne? Welches zum Tunen? Sportbremsen, besserer Motor, Zündungsbombe baue ich ein, Frontschutzbleche. Oh, man kann die Reifen normal machen. Man kann normale Schutzbleche drumrum machen. Soll ich die Reifen so pink lassen oder soll ich da Gummi drumrum machen? Ja, aber wie sieht es denn dann bitte aus, wenn da Gummi drumrum ist? Weißt du, dann sieht aus wie ein normales Motorrad. Ich glaube, ich mach das nicht. Die Hupe ist mir egal. Scheinwerfer kann man tunen. Mal gucken. Ja, da kann man einfach einen Xenon-Scheinwerfer dran machen. Schutz vor Diebstahl und so habe ich schon. Lackierung. Aha. Kann ich es chromfarben machen? Na, habe ich noch nicht freigeschaltet. Welche Farbe soll ich nehmen? Oh, yo. Warte, ich habe ein viel besseres. Diamantblau. Oh mein Gott, das passt zu meinem Anzug. Lars, es sieht richtig gut aus. Warte mal. Okay, Getriebe kann man noch sehen. Warte, ich muss es noch verbessern. Oh mein Gott, da kann man noch ein Turbo einbauen, Lars. Mach Turbo rein. Oh mein Gott, man kann andere Felgen einbauen? Was? Wie wird das dann aussehen? Ah, das sieht voll dumm aus, warte. Okay, vergessen wir das. Okay, easy, mal gucken. Warte mal, Felgenfarbe, Reifen, ne? Man kann Reifenqualm machen. So, blauer Reifenqualm. Okay, so. Dann kann man hier noch was machen. Nee, das war's. Also mehr Tune kann man hier nicht. Aber es ist jetzt noch schneller. Oh mein Gott, Lars, guck's dir an. Guck's dir an. Boah, Alter. Siehst du das? Junge. Alter, das sieht so richtig klar und so richtig sauber sieht das aus. So ja, richtig Mann, schön. Alter. So richtig, fahr mir mal hinterher. Ja. Wir machen jetzt nochmal einen Test, okay? Eins, zwei und drei. Los. Oh mein Gott, Lars, du bist schon Lichtjahre von mir entfernt. Ja, Mann, und ich hab Vollgas. Alter, warte, Junge. Ich muss erstmal ein bisschen beschleunigen. Ich beschleunige erstmal ein bisschen. Okay, beschleunige mal. Oh, ich komme. Du darfst nicht abbremsen, gell? Okay, nee, ich gebe die ganze Zeit Vollgas. Okay, aber Lars, ich habe das Gefühl, dass du nicht näher kommst. Doch. Hey, du bleibst mir voll auf der Schliche. Oh mein Gott, Lars, holst du mich gerade etwa ein? Nein, ich glaube nicht. Tust du nicht, ne? Auto. Nee. Alter, auf jeden Fall ist dieses Motorrad mega cool, Alter. Und ich muss schon sagen, das ist eigentlich eines der lustigsten Motorräder, die ich mir jetzt jemals gekauft habe. Ich bin hier und das ist auch das erste Motorrad, was man irgendwie tunen kann. Aber genau. Und ansonsten hoffen wir natürlich beide, dass euch diese Folge gefallen hat. Und der Lars kann ja gerne mal das Tschüss sagen am Ende. Ich gebe ihm das letzte Wort. Okay, ich würde mal sagen, das war's hier von dieser Folge. Und ich würde mal sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann ist eine positive Wertung da, liebe Leute. Das war's. Mann, ich habe gerade versucht, dich mit einem Sniper-Schuss abzuschießen. Ciao.